Ciao, buongiorno, priviet. Guten Morgen an alle Live-Turner von überall auf diesem Planeten, auf dieser Erde. Wird heute mit mir gesportelt hier. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen auch an alle, die den Kurs nachholen zu einer anderen Zeit oder auch wiederholen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Es steht wieder auf dem Programm ein Full-Body-Workout mit mir. Mein Name ist Matthias, für alle, die zum ersten Mal einschalten. Der Plan für heute sieht vor, dass wir eine Übungskombination mit dem Schwerpunkt Unterkörper ausführen werden. Diese wird gesteigert, sodass du entscheiden kannst nach deiner Tagesform, Lust und Laune, deinem Trainingszustand der letzten Zeit, wie weit du gehen willst. Wir machen dann eine Kraftübung für den Oberkörper und den Rumpf. Das ist die klassische Stützvariante, wo es verschiedene Optionen zur Auswahl gibt, diese zu intensivieren und zu steigern. Und im Anschluss daran für ganz besonders die Kursteilnehmer, die sonst immer mit mir hier auch im Kursraum stehen, da weiß ich, sind viele Favoriten dabei, die die Ausdauerübungen mögen. Da machen wir also im Anschluss als dritten Übungsblock immer eine Kombination aus einer Ausdauerübung und einer intensiven Kraftübung, wo die Herzfrequenz ordentlich nach oben geht. Wobei die Steigerung immer optional ist. Auch hier gebe ich dir den Push extra, wenn du es richtig knackig und intensiv magst, und sag dir in den einzelnen Übungen, was du zu beachten hast. In diesem Sinne würde ich sagen, ready to rumble. Und falls gerade in Kiew nicht die Sonne scheint, ein bisschen Sonnenschein aus Berlin, hier wieder mal aus dem Clays. Wird wieder ein sonniges Workout heute Morgen. Ich freue mich drauf. Viel Spaß. So, dann werden wir uns gut vorbereiten für die intensiven Übungskombinationen. Füße leicht geöffnet und wir fangen klein an mit den Schulterkreisen. Roll die Schultern zurück und zieh die Schulterblätter nach hinten abwärts. Dann bitte die Arme öffnen und schließen vor der Brust. Ein paar Standards zu Beginn. Von kleiner werdenden Bewegungen zu größer werdenden Bewegungen, um die Gelenke in ihrem größtmöglichen Bewegungsradius zu mobilisieren und entsprechend auch in diesen dynamischen Übungen Muskeln und Faszien in die Länge zu ziehen durch die dynamische Ausführung. Bring die Arme bitte nach oben, vorne hoch, auf und ab, auf und ab. Schön große Bewegung, zieh die Arme neben die Ohren und hinter den Körper. Noch viermal nach vorne. Dreimal, zweimal. Der rechte Arm kreist groß nach hinten. Voller Bewegungsradius im Schultergelenk. Und noch acht. Letzten vier. Drei, Armwechsel, linker Arm. Große Bewegung zurück. Auch hier noch acht. Letzten vier, drei, dann macht es abwechselnd. Einmal rechts, einmal links. Rechts und links. Rechts und links. Nach und nach dürfen die Bewegungen größer und größer werden. Fokus auf das Schultergelenk im Augenblick. Letzten acht Mal im Wechsel. Letzten vier, drei. Bring die Arme über die Seite im Wechsel. Rechts und links nach oben. Zieh dich weit nach oben mit dem Arm. Die Wirbelsäule geht in eine leichte Seitneigebewegung. So involvieren wir die Rumpfmuskulatur und mobilisieren die Wirbelsäule. Wenn du in jeder Bewegung so ein bisschen drin bist, dann lass auch die ein bisschen größer werden und zieh den Arm ein bisschen weiter über den Kopf. Letzten viermal. Dann schieb die Arme vor deinen Körper. Es geht in die Drehbewegung der Wirbelsäule. Rotation von einer zur anderen Seite.
weit zur anderen Seite rüberziehen, größer und größer werden. Noch achtmal. Letzten vier, drei, die Knie im Wechsel heben. Für den Einsatz der Hüftgelenke. Lass die Arme locker mitlaufen. Immer der gegenüberliegende Arm kommt nach vorne. Die Beine bleiben in der Bewegung noch ein bisschen. Und die Arme pendeln lang. Der gegenüberliegende Arm gestreckt nach vorne. Von einzelnen Gelenkbewegungen kommen wir jetzt zu mehrgelenkigen Mobilisationen, wo die Schultern, die Hüften und die Wirbelsäule im Einsatz ist. Letzten achtmal. Letzten vier, drei. Die Füße nach hinten abrollen. Rechter Fuß zurück und linker Fuß zurück. So weit wie es geht nach hinten rausschieben. Abrollen des Fußgelenkes. Hier zusätzlich für die Mobilisation der Sprunggelenke. Nimm die Arme hoch dabei. Die meisten ahnen jetzt wahrscheinlich schon. Mobilisation der Sprunggelenke. Könnte auch sein, dass wir ab und an mal ein bisschen hopsen werden heute. Optional natürlich. Acht noch. Sieben. Sechs. Genau das wollen wir auch noch kurz vorbereiten. Vier. Drei. Wir fangen an mit dem klassischen Seilspringen auf der Stelle, auf den Füßen zu federn. Optional lässt du deine Fußspitzen einfach am Boden und machst eine Wippbewegung, ohne zu springen. Die Handgelenke gerne kreisen dabei. Das Hüpfen und Springen bringt die Herzfrequenz noch ein kleines bisschen höher. Und manche Traditionen erhalten wir uns. Jumping Jacks. Arme und Beine öffnen und schließen. Leichtfüßig die Fußgelenke, die Kniegelenke weich abfedern. Optional, wie üblich, statt zu springen, die Beine einfach im Wechsel nehmen. Das machen wir noch etwa 15 Sekunden. Da steigt nicht nur die Herz- und die Atemfrequenz, sondern auch langsam die Laune auf die Übungskombinationen. Na, die Mundwinkel steigen auch gleich mit, wie immer. Vier, drei. Wir fangen heute mal an, die Füße relativ schmal zu lassen für eine schmale Kniebeuge. Wir werden für die heutige Kniebeugekombination verschiedenen Hüftwinkel einsetzen, aber wir fangen mit der schmalen Position an. Absenken des Körpergewichtes mit dem Gesäß nach hinten raus, dabei den Oberkörper so aufrecht halten, wie es irgendwie geht und dafür sorgen, dass auch die Fersen fest am Boden bleiben. Du entscheidest dein eigenes Bewegungstempo. Du darfst dich gerne von mir und der Musik motivieren lassen, aber du kannst auch dein eigenes Tempo wählen. Auch der Bewegungsumfang entscheidet über die Intensität. Erste Steigerung, Dreier Bounce. Drei. Ordnung. Schwerpunkt, Bein- und Gesäßmuskulatur. Gesamter Unterkörper, natürlich immer sekundär auch die Rumpfstabilität. Bounce, 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 add up. Bounce, 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 add up. Erste weitere Steigerung. Du machst einen kleinen Schritt mit dem rechten Fuß zur Seite und kommst wieder hoch. Schmal, öffnen, im Wechsel rechts und links. Schmal, öffnen und hoch. Schmal, öffnen. Und hoch. Erste Veränderung der Beinposition.
Wenn dir das genügt, darfst du immer dabei bleiben. Nächste Steigerung, wir drehen leicht aus. Aus der schmalen Kniebeuge wird hier eine etwas weitere geöffnete Kniebeuge. Nur eine kleine Drehung, Hüfte dreht aus. Squat, open, add up. Squat, open, add up. Und das Ziel ist es hier, den gesamten Unterkörper in seiner Kraftausdauer zu erschöpfen. Also die Arbeit mit wenig Widerstand, nur dem eigenen Körpergewicht und dafür tendenziell mehr Wiederholungen. Letzte Steigerung, du gehst von hier ganz weit zurück. Schmal, leicht geöffnet, weit geöffnet, hoch. Leicht, weit und hoch. Leicht, weit und hoch. Das ist am Ende fast wie eine weite Kniebeuge. Down. Bounce, bounce, add up. Down. Bounce, bounce, add up. Spürst du schon, dass die Schenkel langsam müde werden? Dann machst du es wahrscheinlich richtig. Down. Wir machen jetzt noch 4 Durchgänge davon und schau mal, dass du wirklich so weit gehst, wie du kannst. Komm, 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 komm. Auf. Add up. Down. Open. Open. Add up. Down. Open. Letztes Mal. Down. Open. Open. Öffne die Beine. Es geht in die Vorneige. Zweite Kombi. Stützposition. Erst die Vorbereitung, dass die Wirbelsäule immer gestreckt nach vorne geht. 4 Mal noch. Und du kannst auch jederzeit einfach in dieser Übung bleiben, wann immer dir die nächste Variante für heute nicht zusagt. Wir gehen in die Plank Walks. Hände zum Boden, lauf nach vorne, lauf zurück. Und wieder hoch. Slow down, walk out. Walk back. Add up. Slow. Walk. Back. Add up. Slow down. Walk out. Nächste Steigerung. Du bleibst mit mir kurz in der Stützposition. Hebst mal das rechte Bein an. Das linke Bein. Halten. Aufsetzen. Lauf wieder zurück. Und wiederhole das. Gerne kannst du mal mit dem linken Bein anfangen, wenn du das möchtest. Lift. Down. Lift. Down. Wir fordern durch das Beinheben intensiver die Rumpfstabilität. Lift. Down. Halt die Hüften auf einer Höhe dabei. Lauf zurück. Nochmal. Walk out. Links. Tief. Rechts. Zurück. Walk back. Wir machen noch 2 Übungen davon. 2 Mal. 2 Runden. Lift. Down. Lift. Down. Walk back. Letzter Durchgang. Schwerpunkt Stützkraft, Rumpfstabilität. Lift. And back. Walk back. Auf der Stelle. Federn. Wippen. Leicht bouncen. Jetzt kommt die Kombi. Intensiv für die Herzfrequenz. Aber du entscheidest, wie weit du gehen willst. Option 1. Twist. Das ist die spaßige Option. Das ist die Option, die primär erstmal die Mundwinkel höher bringt, bevor die Herzfrequenz kommt. Wenn du mehr willst, dann kommst du mit mir in einen Squat. Und wieder hoch. Es geht. 4, 3, 2, Squat. Hold. Add up. Einmal rechts begonnen.
And hold. 2, 1. Linke Seite begonnen. Willst du die Herzfrequenz noch hochbringen? Squat jump. Twist, twist, twist. Here we go. Down, up, down. Du musst nicht springen, ich biete es dir nur an. Es macht aber irre Spaß. 4, 3, 2. Squat jump. Linke Seite. 4, 3, 2. Let's jump. Oder auch nicht. 2 Mal noch. Bow. Letzte Mal. Joe. Boom. Boom. Okay. Nächste Beinübung. Front lunges. Rechts und links im Wechsel. Let's go. Lunge. Lunge. Es kommt wieder die Beinkraft in den Fokus. Wie immer, bei den Ausfallschritten nach vorne entsteht ein bisschen Dynamik, also so ein bisschen Schwung nach vorne. Den bremst du bitte ab durch eine kontrollierte, leichte Spannung der Rumpfmuskulatur, Bauch einziehen. Du kannst wie üblich kleine Ausfallschritte machen oder große Tiefe. Was die Tagesform heute hergibt. Lust und Laune. Ba, 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 ba. Guck, dass die Ferse am Boden bleibt. Zeig's an meiner Seite. Ganze Fußsohle am Boden. Lunge. Lunge. Mal noch 8 kleine im Wechsel. 8, bevor wir den Krafteinsatz intensivieren. 4 Mal noch. Bam, 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 bam. 2 mehr. Lass dann bitte rechts vorne. Geh 2 Mal tief und hoch, bevor du wieder zurücksteigst. Double. And back. Double. And back. Das hat zur Folge, dass der gesamte Unterkörper jetzt über einen längeren Zeitraum in der Spannung ist. Also eine intensivere Arbeit hat. Lunge. Up. And back. Lunge. And back. Gemütliche Variante. Intensivere Variante. Tiefer gehen. Und wenn du sagst, oh, die Clays-Sportsfreunde, die immer noch einen drauflegen wollen. Unser Motto heißt, wir lieben die Herausforderung. Dann heb das Bein vorne kurz an, bring die Hände unter dem Schenkel zusammen. Hup. Teste dich erstmal so ran, mit ganz klein. Und wenn du magst, dann schieb dich richtig hoch. Ansonsten, das ist auch schön. Da sind sie wieder, die Schenkel. Guten Morgen, liebe Schenkel. Oder guten Abend. Hey, Mr. DJ. Also mein Körper sagt, wir könnten jetzt mal wieder den Oberkörper nehmen. Wir machen noch 4 Runden und dann geht's wieder in den Stütz. Lunge. Hopp. 2 Mal noch. Letzte Mal. Und es geht wieder. In die Vorneige. Und hoch. Mir ist immer wichtig, dass wir die Herzfrequenz nicht die gesamte Zeit oben halten, sondern dass das immer so wellenförmig geht. Du hast immer noch ein bisschen Platz vor dir. Und wir gehen wieder in die Plank Walks. Entweder bleibst du in deiner Variante oder du wiederholst die erste Variante. Hände tief, walk out, rechtes Bein, linkes Bein, zurück,
nach hinten. Horn hoch. Wenn du magst, beginne jetzt mit dem linken Bein. Ich zeige dir schon mal, was du machen kannst. Hand und Knie zusammenführen. Hand und Knie. Bleibst stabil. Und als Steigerung Hand und Knie zusammen tappen. Eine sehr wackelige Nummer. Intensive Rumpfstabilität ist gefragt. Außerdem muss dann ein Arm alleine das Körpergewicht stützen. Wenn du das schneller machst, ist es einfacher. Wenn du es langsamer machst, ist es schwieriger, es intensiver zu halten. Zweimal noch. Nicht vergessen zu atmen hier. Letzter Durchgang. Komm wieder hoch. Und knees up. Knees up. Dün, dün. Bleib dabei. Ihr könnt immer trinken, tupfen, trockenlegen, wann immer ihr es braucht, ne? Wenn du magst, knee jump oder knee hop. Knee hop. Knee hop. Bum, 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 bum. Erinnerst du dich an die erste Runde mit den Twists? Hier geht's wieder an die Steigerung der Laune und der Herzfrequenz. Wenn dir das genügt, bleib einfach in der Übung. Wenn du mehr willst, viermal mit mir. Vier, drei, zwei, wieder in den Squat. Down, hold. Linkes Bein beginnt. Vier, drei, zwei, come down and hold. Reicht dir das? Mach weiter. Rechtes Bein. Meine Clays-Freunde. Plank Jump. Woo. And down. Hop back, hop front. Vier, drei, zwei. Plank Jump. Linkes Bein beginnt. Vier. Kann sein. Ich bleib heute lieber bei der Variante. Reicht mir. Vier, drei, alle anderen, Plank Jump, dabei, dabei. Plank Jump, down, back, and up. Denk beim Zurückspringen daran, schön feste Körpermitte, dass du gut stabil landest im Stütz. Vier, drei, zwei, and Plank Jump. Zwei Runden noch. Einmal rechts begonnen und einmal links begonnen. Letzte Mal. Woho! Nächste Runde. Eine Beinrunde noch. Ausfallschritte rückwärts. Vier. Drei. Vorbereitung. Bauch fest. Mundwinkel. And lunge. Das sind die einfacheren Ausfallschritte. Die nach vorne sind von der Ausführung her komplexer wegen der Dynamik des Körpers. Das habe ich aber von der Abfolge absichtlich so gewählt. Denn wir sind ja jetzt in der dritten Runde, also im dritten Block. Und wir haben schon ein bisschen was geleistet. Wir haben schon ordentlich was geleistet. Deshalb wird es hier auch keinen Sprung geben. Wir arbeiten wieder, wie bei den Kniebeugen vorhin, mit dem Winkel der Hüften und somit des Unterkörpers. Erstmal drei Bounce. Drei, zwei. Wie das bei den Kniebeugen war. Kleine Federbewegung. Deine Entscheidung, wie tief du die machst. Down, down, down. Add up. Down. Down, down, and up. Ah, das sieht gut aus. Das sind freundlich-positiv-dynamische Ausfallschritte.
gerade. Jetzt spielen wir noch ein bisschen mit dem Winkel. Anstatt einfach dreimal hier zu bouncen, kreuzen wir, ich zeig's einmal, den zweiten leicht dahinter. Halte die Hüften stabil. Ist nur eine ganz kleine Verschiebung. Lunge, cross, add up. Lunge, cross, add up. Lunge, cross. Möglichst nicht wegdrehen mit dem Becken. Man neigt dazu, es wird einfach schlichtweg einfacher, wenn man wieder öffnet. Das hatten wir vorhin schon. Hier, Cross-Bewegung. Du kannst auch, wenn du magst, noch ein bisschen mehr nach außen gehen, sodass wir drei verschiedene Winkel haben in den Ausfallschritten. Was die gesamte Bein- und Gesäßmuskulatur immer leicht unterschiedlich beansprucht. Back, cross, open. Nicht zu weit nach außen, eine kleine Bewegung genügt. Lunge, cross, open, add up. Lunge, cross, open, add up. Wenn du Lust hast, mit mir noch ein bisschen tiefer zu gehen, dann heben sich wieder die Mundwinkel von alleine. Lunge, cross, out, add up, lunge. Du solltest jetzt spüren, dass deine Schenkel im heutigen Training schon einiges geleistet haben. Viermal noch. Drei mehr. Zwei noch. Einmal noch. Und wieder geht es. Vorneige. Und hoch. Dritte Runde. Plank Walk Out. Erstmal die Vorbereitung. Leichte Entlastung des Unterkörpers. Rumpfstabilität. Und wieder stehen dir die Optionen zur Verfügung, deine eigene Plank-Variante zu wählen von vorher. Komm mit mir in den Plank-Walkout. Hände tief, walk front, walk back. And up. Again. Down. Walk. So, du kannst dabei bleiben. Dritte verschiedene Herausforderung. Bleib mit mir in der Plank. Halte. Dann ziehst du das rechte Knie nach außen zum Ellenbogen, zurück, das linke Knie, zurück, walk back. Linkes Bein zuerst. Linkes Knie nach außen. Versuch so weit wie möglich bis zum Ellenbogen zu kommen. Wenn du lieber eine der vorherigen Varianten wiederholen willst, ist das okay. Oh, atme nicht vergessen. Es ist eine hohe Anspannung hier. Der ganze Körper arbeitet. Da neigt man dazu, die Luft anzuhalten. Das ist eine anstrengende Variante. Ziemlich knackig. Aber du liebst doch die Herausforderung. Und auch hier machen wir noch zweimal. Einmal rechts begonnen. Gerne tief ausatmen. Wenn dir das hilft, atme aus beim Knie vorziehen. Letztes Mal. Linkes Knie. Walk back. Yes. Jumping jacks. Oder tap, tap, tap. Bleib bei den Jumping Jacks. Ihr schwitzt vielleicht nicht ganz so viel wie ich. Das ist okay. Ihr quatscht ja auch nicht so viel beim Training. Arme mit, wenn du magst. Und es gilt genau wie für die anderen intensiven Cardio-Übungen. Wenn dir das ausreicht, bleibst du einfach dabei. Und jetzt kommen die optionalen Steigerungen. Wie bei den ersten auch, machen wir erstmal vier Jumping Jacks. Vier, drei. Rechtes Bein geht nach hinten in die Lunge. Vier Jumping Jacks. Linkes Bein nach hinten. Du kannst auch direkt reinhüpfen,
ist sogar einfacher vom Ablauf. Rechtes Bein zurück. 3, 2, 1. Jumping Jack. Linkes Bein zurück. 3, 2, 1. Mit Jump, wer will. Wuhu! Jumping Jack. Links zurück. Mit Jump. Dabei. Rechts zurück. Kann ja sein, es reicht dir. Ist auch eine super Übung. Man muss nicht immer alle Optionen nehmen, die Matthias anbietet. Wenn du dich nach oben arbeiten willst, nach und nach, dann kannst du die Trainings jederzeit wiederholen, wenn es dir passt. Und dann kannst du quasi immer nach so 2 Wochen mal eine weitere Steigerung nehmen. Links rück. Komm, wir machen noch 2 Durchgänge. Für jedes Bein noch einmal. 4, 3, 2. Rechts rück. Woo! Bam! Links rück. Du. Bam! Woo! Na, zdarowie. Ein Schlückchen trinken. Bevor wir noch einen kurzen Teil zum Bodenturnen übergehen. Habe ich wohl die Mitte getroffen? Man meint, ich müsste es langsam wissen, oder? Aber passt, ja? In den Vierfüßlerstand. Zum Fersensitz. Komm nach vorne in einen halben Stütz und wieder zurück. Halber Stütz. Zurück. Halber Stütz. Und zurück. Halber Stütz. Der halbe Stütz heißt, immer so eine Linie gefühlt, wo deine Hüfte gestreckt ist, der Körper in einer Linie ist. Machen die erste Runde Push-Ups. Here we go. Down. And back. Down. And back. Halte deine Schulterblätter, so gut es irgendwie geht, voneinander entfernt beim Absenken des Körpers. Dynamische Kraft des Oberkörpers, Arm-, Schulter-, Brustmuskulatur. Die waren heute noch nicht so viel im Einsatz. 4-mal noch. 3-mal. 2-mal noch. Letztes Mal. Komm in den Vierfüßlerstand. Knie unter die Hüften, Hände unter den Schultern aufgesetzt. Löse die Knie leicht von der Matte oder vom Boden und wieder zurück. Löse. Und zurück. Löse. Fokussieren uns auf die Rumpfstabilität. Ist euch auch so warm wie mir? Lift. Jetzt streck ein Bein, wenn du mehr magst, nach hinten aus. Das andere Knie wird nur ganz leicht von der Matte gehoben. Streckung des Hüftgelenkes. Aus dem Gesäß, aus der Hüfte nach hinten rausstrecken. Wirbelsäule bleibt komplett stabil. Lift and down. Lift and down. Lift and down. Bauchnabel einziehen. Mundwinkel hoch.
Gemeinsam macht das so viel mehr Spaß, als das alleine zu machen. Wir machen das zusammen. Wir schwitzen uns gemeinsam durch. Letzten viermal. Letzten dreimal. Letzten zwei. Einmal noch. Komm auf die Knie, kreise deine Arme nach hinten. Oh, ich sehe den blauen Himmel. Kannst du mit mir aus dem Fenster schauen? Liegestützen unter blauem Himmel. So, da haben wir noch eine Runde Liegestützen, aber wir kombinieren das. Wir wechseln ab, Körpervorder-, Körperrückseite. Komm wieder in die Liegestützposition, setz die Füße lang und setz die Knie auf, halber Stütz. Bauch festlassen, schön stabil. Vier, drei, halbes Tempo abwärts, ablegen, anheben, aufsetzen, hochdrücken. Du legst dich kurz ab nach dem Liegestütz, hebst die Hände an, setzt wieder auf. Wir intensivieren das Ganze. Ablegen, anheben, zurück und hochdrücken. Armkraft, Schulterkraft, Rücken. Und der Bauch muss immer stabilisieren beim Hochdrücken und beim Runtergehen. Ablegen, left. Und hoch. Wenn du magst, lange Liegestütz, anheben. Und lang wieder hoch. Oder, pass auf, Mittelvariante. Lang nach unten und auf den Knien wieder nach oben. Weil der Weg nach oben ist der schwerere. Lang nach unten, Rücken, auf den Knien wieder hoch. Down. Lift. Down. Kraft, 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 Kraft in die Arme. Boom. Down. Lift. Down. Up. Oh, I wanna dance. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, I wanna dance too. I don't wanna do Liegestützen. I wanna lieber dance. Let's dance tonight. Letztes Mal. Schieb dich zurück. Rotiere leicht von einer zur anderen Seite. Auch wenn die Bauchmuskeln schon bei den Liegestützen und bei dem Vierfüßerstand im Einsatz waren, kommen sie noch einmal dran. Unterarmstütz, Schwerpunkt schräge Bauchmuskulatur. Schultern stabil, Körper anheben, Absenken der Hüfte nach rechts und nach links. Rechts und links, rechts und links. Durch das Absenken der Hüfte in die Seite merkst du es besonders mehr in der seitlichen Partie der Bauchmuskeln. Richtung Taille. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kommen die Füße nach vorne. So dass du Platz hinter dir hast. Auch hier verschiedene Steigerungen. Hände in die Schenkelrückseite. Mach dich rund und streck dich wieder. Runden und strecken. Erste Steigerung. Hände lösen. Leicht abrollen. Bis die Bauchmuskeln
spürbar, wie wir arbeiten. Nächste Steigerung. Hände in die Schenkel bis zu den Schulterblättern. Roll back. And up. Roll back. And up. Nächste Steigerung. Eigentlich fängt die Bauchmuskeln erst jetzt an zu arbeiten. Beim nach hinten rollen, Abstand zwischen Knien und Schultern möglichst gleichmäßig halten. In diesem Fall übernehmen primär die Bauchmuskeln in Zusammenarbeit mit den Hüftmuskeln die Kontrolle der Position. Wenn du noch mehr magst, dann komm hier oben in einen Schwebesitz. Wir nennen das auch V-Sitz. Du ziehst dein Brustbein nach oben in die Streckung und deine Oberschenkel und die Wirbelsäule bilden ein V. Sieht einfacher aus, als es ist, oder? Aber wie haben wir heute schon ein paar Mal gesagt? Wir lieben die Herausforderung. Komm bitte in die Rückenlage, lass die Schulterblätter leicht gehoben und schieb die Füße im Wechsel nach vorne. Schulterblätter bleiben oben. Wer mag, kann die Fingerspitzen auch an den Hinterkopf nehmen. Ist ein bisschen intensiver, das Gewicht der Arme zieht nach unten, die Bauchmuskeln müssen mehr halten. Wenn du es hier bevorzugst, ist nicht so anstrengend für den Hals. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, wuhu! Geschafft. Bleib in der Rückenlage. Pendel ein bisschen mit dem Unterkörper nach rechts und links. Knie hin und her. Atme tief durch. Bleib in der Mitte, leg die Beine lang, zieh mir das rechte Bein an, leg es wieder ab, linkes Bein. Du kannst es wie üblich ganz in deinem Tempo machen. Und dann streckt man das Knie vom Anziehen so lang wie möglich aktiv nach oben. Wir machen das heute einfach mal, ohne dass wir die Schenkel fassen, es sei denn, du möchtest lieber fassen, sondern mehr aktiv in die Dehnung zu gehen. Das Strecken aktiviert die Oberschenkelvorderseite und dehnt die Oberschenkelrückseite. Du machst das in deinem Bewegungsumfang, sodass du es am besten schaffst, das Knie auch wirklich komplett zu strecken. Seite noch einmal. Letzte Mal. Dann greif dir die Beine, nimm ein bisschen Schwung und komm nach oben. Füße wieder nach hinten. Das hast du gemerkt, in den letzten Übungen haben wir viel die Hüfte gespürt, auch eben gerade noch. Roll dich nach vorne. Schieb die Hüften nach unten. Du kannst das auch so ausführen, dass du bei jedem Durchgang eine Hüfte ein bisschen tiefer schiebst, also die rechte Hüfte hier quasi, nach unten, leichte Drehbewegung, schau nach links, wieder zurück. Linke Hüfte schiebt tief.
Das sollte sich sehr angenehm anfühlen, vor allem vorne in der Hüfte. Jede Seite machen wir noch einmal. Schieb dich in die V-Position nach oben, das Steißbein geht weit nach oben und die Fersen rollen abwechselnd in den Boden hinein. Spür die Dehnung in der Beinrückseite noch einmal, auch bis hinunter in die Wade. Lauf mit den Händen zurück. Stütz dich zunächst auf die Schenkel. Runde und strecke besonders den unteren Bereich des Rückens. Roll dich auf. Bring die Schultern zurück. Zieh deinen rechten Arm nach oben. Kreuze das rechte Bein dahinter. Zieh die Seite in die Länge. Und zurück zur Mitte. Seite wechseln. Nochmal. Komm in die Mitte, die Schultern zurück, die Arme locker lassen. Es war wieder wunderbar und ich hoffe, dass die intensiven Übungskombinationen dir heute auch wieder gut getan haben, Spaß gemacht haben, gefallen haben. Danke, dass du dabei warst. Danke für deinen Einsatz. Auch freue ich mich immer, wenn ihr das nochmal wiederholt und nochmal nachturnt, besonders die Kurse, die euch so gut gefallen haben. Ich weiß, es gibt bei einigen schon so super Favoriten. Also ich glaube, der große Renner ist der 24. März 2020. Das war aber auch eine sehr intensive Variante, muss ich sagen. Ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns ganz bald. Hasta luego. Baka baka. Ciao. Arrivederci. Einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder was auch immer. Tschüss.